Hi, grüß dich. Mein Name ist Sebastian von Premium Life und heute will ich dir meine Erfahrungen mitteilen, wie du die heißesten Frauen auf ein Tinder-Date bekommst und dazu meine 6 Erfahrungen, worauf es wirklich ankommt, wenn du die heißesten Frauen aufs Date kriegen willst. Los geht's. Tipp Nummer 1, du weißt es selbst, bei Tinder kommt es nur auf deine Fotos und deinen Profilstatus an. Du kannst bei Tinder gar nicht so viel falsch machen. Aber wenn du mit den heißesten Frauen bei Tinder erstmal matchen willst, dann musst du denen natürlich auch Anreize geben, dass sie dich liken, dass du ihnen gefällst. Und wie machst du das? Lade 5 Fotos bei Tinder hoch, die dich als richtig coolen Kerl darstellen, die dich so darstellen, dass die Frau sich vorstellen kann, ein Teil von deinem Leben zu sein und unbedingt mit dir ausgehen zu wollen. Das erste Bild muss dein Das nur du sein, das zweite Bild Ganzkörperfoto, das dritte Bild in einer Gruppe und dann noch 1, 2, 3 andere Situationen, sei es bei Party machen, auf Oktoberfest, beim Sport, beim Ski, egal was du machst, versuche 5 verschiedene Situationen in deinen Tinder-Fotos darzustellen, dass du den attraktiven Frauen richtig Anreize gibst, dich zu kontaktieren, dich zu liken. Und ganz wichtig, ich sage es oft genug, mit deinem Status kannst du natürlich deine super Fotos wieder versauen. Deswegen schreibe keinen falschen Status in die Profilbeschreibung rein. Lass die Profilbeschreibung lieber leer, bevor du irgendwas Falsches reinschreibst. Tipp Nummer 2, du hast nun ein Match mit einer richtig attraktiven Frau und bei den attraktiven Frauen wirklich, du musst sie sofort anschreiben. Du musst sie jetzt anschreiben, du musst sie anschreiben, nachdem der Match entstanden ist. Denn was passiert folgendes? Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich mit einer richtig attraktiven Frau gematcht habe. Ich habe sie noch nicht angeschrieben, weil ich am Wochenende eine neue Nachricht testen wollte, weil ich erst am Sonntag anschreiben wollte, weil ich gerade betrunken war von der Party, habe ich sie nicht angeschrieben und was passiert? Verbindung entfernt. Das passiert ganz oft bei den attraktiven Frauen und das hat 2 Gründe. Entweder entfernen sie die Verbindung, weil sie keinen Bock haben zu warten, oder es passiert folgendes, sie löschen sich bei Tinder selbst, weil die ganzen Hi, wie geht's, die ganzen Komplimente gehen ihr auf den Keks, die ganzen Freaks bei Tinder gehen ihr auf den Keks und deswegen löscht sie sich ziemlich schnell wieder bei Tinder, weil sie total genervt ist von den ganzen eintönigen, langweiligen Nachrichten und Profilen, die sie sieht. Deswegen schreibe die attraktiven Frauen sofort an. Tipp Nummer 3, schreibe die attraktiven, die heißen Frauen immer individuell an. Geh immer auf ihre Fotos ein, geh immer auf ihren Status ein. Du kennst wahrscheinlich unser Video auf Premium Life mit den 28 Anschreiben. Die 28 Anschreiben sind eine Mischung aus Copy-Paste-Nachrichten und individuellen Nachrichten. Wenn du die Copy-Paste-Nachrichten verschickst, dann antworten dir, sage ich dir, 70% der Frauen bei Tinder. Wenn du aber willst, dass die wirklich heiße Frau dir bei Tinder antwortet, dann kannst du nicht unsere Copy-Paste-Nachrichten nehmen und ihr schicken. Es könnte funktionieren zu 70% der Fälle, kann aber auch nicht funktionieren. Deswegen unbedingt die individuellen Nachrichten aus unseren Anschreiben verwenden und die Frauen individuell bei Tinder anschreiben. Gerade die heißen Frauen, weil es bei Tinder kein einziger Mann macht. Und was meine ich mit individuell anschreiben? Geh auf ihre Profilfotos ein, geh auf ihren Status ein. Siehst du in ihren Profilfotos irgendeine Reise, irgendeine Party, irgendeinen Ort, den du wiedererkennst, irgendein Ereignis, was du wiedererkennst, siehst du irgendeine Gemeinsamkeit in der Profilbeschreibung, dann geh unbedingt darauf ein, bevor du irgendeine Copy-Paste-Nachricht an eine attraktive Frau verschickst. Nummer 4, auf deine individuelle Nachricht antworten dir auf einmal die heißen Frauen. Jetzt musst du Folgendes machen, du musst natürlich auch sofort antworten und die Frau sozusagen in einen Chat verwickeln. Du kannst nicht erwarten, dass sie dir morgens antwortet und du willst erst abends antworten, dann ist der Match weg. Das gleiche ist mir auch passiert. Ich schreibe mit einer richtig attraktiven Frau um 10 Uhr morgens. Um 10.30 Uhr antwortet sie mir und ich, Depp, habe nicht geantwortet. Wollte erst abends antworten. Abends war die Verbindung entfernt. Ist ja klar, attraktive Frauen, heiße Frauen haben keine Lust zu warten. Deswegen antworte sofort und verwickel die Frauen sofort in einen Chat, wo ihr hin und her schreibt, bam, bam, bam. Sie antwortet, du antwortest, sie antwortet, du antwortest und bau so schnell wie möglich eine Beziehung auf. Tipp Nummer 5, du baust nun die Beziehung aus, ihr schreibt ein paar Nachrichten hin und her ohne Wartezeit dazwischen und dann hol sie so schnell wie möglich zu WhatsApp. Schreib nicht so viel bei Tinder, gerade die attraktiven heißen Frauen kannst du sehr schnell zu WhatsApp holen, ist wirklich überraschend. Probier es einfach mal aus und du wirst überrascht sein, wie viel heiße Frauen eigentlich alle dir bei WhatsApp da antworten werden. So, und Nummer 6, jetzt schreibt ihr bei WhatsApp weiter, dort das gleiche Spielchen hin und her, hin und her, hin und her. Nicht so lange warten, einfach hin und her schreiben bei WhatsApp. Und ganz wichtig, ihr schreibt es ein bisschen ganz casual hin und her, stellt euch ein paar Fragen, ein paar Antworten und so weiter und so fort. Dann ganz wichtig, mach am gleichen Tag, mach im gleichen Chat das Date aus. Lass uns morgen oder lass uns übermorgen mal was trinken gehen. Und warte nicht zu lange, wirklich mach das Date sofort aus, denn je länger du wartest, ein Date auszumachen, desto größer sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du sie nicht auf ein Date
treffen wirst. In dem Sinne, wenn dir der Tipp gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Wir haben für dich aber noch 99 weitere Tipps auf unserer Webseite zusammengestellt, wie du die attraktivsten Frauen, die heißesten Frauen für dich gewinnen kannst. Und das in jeder Situation, nicht nur bei Tinder, im Online-Dating, sondern im Club, im Alltag, in deinem Freundeskreis, wo du bist. Lad dir einfach unsere 99 Tipps auf unserer Webseite gratis herunter, wie du die attraktivsten Frauen für dich gewinnen kannst. Ansonsten, lass gerne den Kanal abonnieren, einen Kommentar hinterlassen mit Feedback. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, dein Sebastian von Premium Life.